Sicherheit unserer Nation gewährleisten. Da bin ich. Und heute mit einem etwas besonderen Let's Play von Signalis. Ich habe das Spiel tatsächlich leider schon durchgespielt einmal komplett. Ist aber nicht aufgenommen. Das heißt, das hier wird mein erstes Let's Play von dem Spiel. Ich habe das Spiel, wie man es auch haben sollte, natürlich auf Englisch. Ich spiele mit Tank Controls und ich spiele auf dem härteren Survival-Schwierigkeitsgrad. Ich spiele ohne Filmgrain und ohne CRT-Mode, weil das als Video ein bisschen schlecht aussehen würde. So, ich bin gespannt, wie das hier laufen wird. Ich werde jetzt eine nicht näher definierte Taste drücken. Ja, damit habt ihr nicht gerechnet. Da wette ich meine YouTube-Karriere drauf. Der einzige Nachteil von dieser Mod ist es, dass die Tür-UI ein bisschen schlecht ist. Ich werde in der Description von dem Video natürlich die Anleitung dazu haben, wie man diese Mod hier installiert, weil ich ein gütiger YouTube-Gott bin. Also ich habe das Spiel vorher natürlich auf dem normalen Schwierigkeitsgrad durchgespielt. Ich bin gespannt, wie das hier laufen wird mit so einer etwas experimentellen Kamera und dem härteren Schwierigkeitsgrad. Ich werde sicherlich sehr oft sterben, hoffentlich ganze 16 Mal insgesamt. Hier sind wir jetzt im Cockpit und an den L-Dam Controls finden wir ein Foto von einer weißhaarigen Frau. Und wenn wir aus dem Fenster unseres Raumschiffs gucken, sehen wir, dass wir in irgendeiner Eis- oder Schneegegend wohl gelandet sind. Und wenn wir uns hier unten das System angucken, stellen wir fest, dass das Schiff wohl nie wieder fliegen wird. Das Foto können wir uns in unserem Menü auch nochmal angucken. Und hinten hat das ein Symbol drauf. Ja, das mit den Türen ist ein bisschen kompliziert. Und der Grund, warum ich das mit Tank Control spiele, sollte vielleicht offensichtlich sein. Denn wenn man das mit den normalen Joystick Controls spielt, in diesem Modus, das geht überhaupt nicht. Hier haben wir jetzt Klebeband, das wir sicherlich noch brauchen werden.
Und hier können wir ein bisschen mehr zu dem Schiff erfahren. Ich bin auch gespannt, wie gruselig das Spiel letztendlich wird mit dieser Kameraeinstellung. Jetzt kann man die 3D-Modelle auch ein bisschen besser entziffern. Das soll also ein Laufband sein, okay. Gut zu wissen. Ja, so ein paar kleinere Grafikglitches sind dann wahrscheinlich zu erwarten in so einer Community Mod. Und hier haben wir jetzt noch eine Kryo-Kapsel. Ich glaube, hier hinten ist Flavortext. Ja. Also ich muss schon sagen, es ist verdammt interessant, sich so umgucken zu können in dem Spiel. Ist aber natürlich nicht zu recommenden für Leute, die das Spiel noch nicht einmal komplett durchgespielt haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass man dann an gewissen... Huch, jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich machen musste. Ich habe nämlich den Code auf dem Keypad eingegeben und jetzt kann ich die Kryokapsel öffnen. Welches ein relativ langsamer Prozess ist. Aber jetzt kann man hier vielleicht mal ein bisschen besser erkennen, was hier überhaupt passiert. Die Kamera kann man leider nicht nach unten oder oben neigen. Genau, und hier drin haben wir jetzt eine kaputte Keycard für das Airlock, welches wir... Genau, habe ich noch nicht erklärt. Das hier ist die Karte. Ja, ich weiß, sehr interessant. Hier wollte ich eigentlich hin. Die Keycard können wir jetzt natürlich reparieren mit Klebeband. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist bei einer, so einer Magnetkarte, aber naja. So, jetzt muss ich den Airlock finden. Zwei Räume weiter und dann rechts, okay. Sehr angenehm, wenn Videospiele Tasten haben, mit denen der Charakter sprinten kann. So, und man muss nicht extra die Gegenstände immer aus dem Menü auswählen. Das macht das Spiel automatisch. Genau, in dieser Szene befinden wir uns jetzt in einer Ego-Perspektive. Das ist standardmäßig so im Spiel. Und wenn wir jetzt hier immer nach vorne drücken, dann bewegt sich der Charakter entsprechend um ein paar Schritte.
Und wir laufen hier auf einen eckigen, steinernen, schwarzen Torbogen zu, was mich ein wenig an Divine Cybermancy erinnert. Das sind vielleicht nicht die besten Erinnerungen. Und hier finden wir ein etwas ominöses Loch im Boden mit einer noch ominöseren, sehr riskanten Art von Treppe. Ja. Oh Gott, Tank Controls, richtig. Ich. Aha, hier funktioniert meine magische Taste nicht. Genau, und wenn man die Wand hier untersucht, dann stellt der Charakter fest, sie ist feucht und weich, ähnlich wie Fleisch. Weird. Oh Gott, das Spiel so mit Tank Control zu spielen. Ich weiß nicht. Und wir wären auch kein guter Survival-Horror-Protagonist, wenn wir nicht das tiefe innere Bedürfnis verspüren würden, durch alle möglichen Löcher zu krabbeln. Und oder zu springen später. Das hier sieht ein bisschen aus wie ein rotes Auge. Zwinker, zwinker. Das hier spielt jetzt auch wieder original in der Ego-Perspektive. Das Buch ist das erste so richtig, was einem hier ins Auge springt. Und jedes Let's Play, das ich von dem Spiel gesehen habe, und mein erstes Playthrough auch, jeder interagiert immer zuerst mit dem Buch. Das ist aber gar nicht mal so gut, weil das endet nämlich die Szene. Also interagieren wir erstmal mit allen anderen Sachen. Ein Radiotransmitter, der mit dem Computer verbunden ist. Yes, very informative. Hier oben haben wir ein paar imperielle Bücher, welche verboten sind. In was für einer Art von Fiktion verbietet man denn Bücher? Und hier haben wir zwei Fotos von einer Küste und einer Insel. Und der Charakter fragt sich, ob das Fotos sind oder. Hier haben wir eine sehr deutsche. Ich meine, eine sehr nationale Flagge. Das hier auf dem Boden soll angeblich ein Bett sein. Und hier haben wir etwas, von dem ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob wir damit noch was machen werden. Das wird noch in dem Let's Play sehr deutlich werden, aber dieses Spiel wurde sehr stark von Silent Hill 2 inspiriert. Und das nur in den besten Aspekten. Die Tür öffnet sich nicht. Und der Charakter fragt sich, wohin diese Tür führen würde. Ja, natürlich in den nächsten Raum. Und ein Lichtschalter, den unser Charakter lieber nicht ausschalten möchte. So, und jetzt interagieren wir mit dem Buch, um die Szene zu beenden. Und das Buch ruft nach uns. Oh, das ist bei Büchern generell nicht so gut. The King in Yellow, ein Buch von nicht Lovecraft. Ich habe den Namen des Herrn vergessen. Achtung! Achtung!
So, ich hoffe jetzt, ich kann die Taste drücken. Ja. Okay, ich weiß nicht warum, aber ich hätte nicht erwartet, dass die Reflexion Sinn ergeben in diesem Modus. Interessant. So, und mit dem Prolog jetzt vorbei, beginnt das richtige Spiel. Und man startet in einem Badezimmer vor einem Spiegel. Ja, sieht alles ein wenig runtergekommen aus. Also ich bin wirklich höchst gespannt, wie das ganze Spiel in dieser Kamera aussieht. Und wir befinden uns jetzt auf der Lang-Orbital-Station S23 Sierpinski. Und passenderweise unter dem Namen Sierpinski ist ein Symbol, welches man als das Sierpinski-Dreieck bezeichnet. Wie passend. Das hier ist der Aufzug, der aus diesem Gebäude nach oben führen würde. Und der Charakter muss nicht zurück. Das impliziert, dass der Charakter eben mit diesem Aufzug hier runtergekommen ist. Unser Charakter hat kein Gesicht. Ich weiß nicht, ob das storyrelevant ist oder. Ja, und da ist eine Keycard an die Scheibe geklebt, welche man auch relativ gut erkennen kann. Und weil es eine Staff Shortage gibt, also sprich, weil es nicht genug Arbeiter hier anscheinend gibt, ja, wurde diese Keycard eben hier rangeklebt. Damit wir hier eben entsprechend durch können. Und wir werden von einer Kamera beobachtet, welche uns auch folgt. Hier kann ich nicht rein, dafür braucht man einen Schlüssel. Ach was. Ich hätte jetzt gehofft, dass gesagt wird, welcher Schlüssel. Sieht man hier unten irgendwas? Ja. Rohre anscheinend. Interessant. Und hier haben wir direkt eine Leiche liegen. Oh Mann. Eine Eulen-Einheit. In relativ schlechtem Zustand. Ja, und diese Einheiten basieren anscheinend auf biologische Komponenten, welche in der Lage sind, sich zu infizieren. Oh no.
Hier haben wir einen Mikrofilm-Viewer. Ich werde es ganz bestimmt nicht mit Angucker übersetzen. Ich bin ja nicht unfähig. Ja. Also für so eine Mikrosekunde hat mich die Reflexion ein bisschen erschrocken. Was sehr lustig ist, weil ich habe einem Freund von mir gesagt, dass er sich bestimmt irgendwann erschrecken wird deswegen. Und das ist bis jetzt noch nicht vorgekommen. Und jetzt bin ich der Erste, der sich hier fast erschreckt. Oh Mann. Ein First Aid Kit, welches nicht für Replikas wie mich gedacht ist, sondern für die Gestalts, aka die richtigen Menschen. Wenn ich jetzt auf Continue Without Saving drücke, warnt mich das Spiel etwas sehr direkt. You'll regret this later. Ich glaube, das Spiel könnte recht haben. Erst recht, weil ich das Spiel gemoddet spiele. Deswegen werde ich jedes Mal speichern. Und nein, ich werde es nicht rausschneiden. Gut, dass ich das Spiel so gut im Kopf habe und sofort weiß, wo hier irgendwelche Notizen immer rumliegen. So, war ich jetzt hier durch? Nein, ich habe die Tür noch nicht untersucht. Aber ich glaube, die ist auch, dass man da nicht durch kann, also sprich, dass die Tür rot ist. Hier ist auch wieder eine Kamera, die uns beobachtet. Und hier oben haben wir zwei glitschende Fotos an der Wand. Zu den Fotos, da kommt das Spiel später nochmal drauf und ich auch. Und hier haben wir diesen Wallsafe, für den wir die Tastenkombination nicht kennen, aber wir wissen, dass er immer auf den Standardcode zurückgesetzt wird. Also müssen wir den als nächstes irgendwie finden. Achso, da bin ich hergekommen. Ah, es gibt also noch eine zweite Ebene, auch mit einer Tür hier unter uns. Ach so, hier sollte jetzt eigentlich eine Cutscene spielen, wo sich unser Charakter vor der Frau hier hinkniet und das Foto präsentiert, welches ich mir hier noch nicht angeguckt habe, fällt mir ein. Ja,
Es ist jetzt keine weißhaarige Frau mehr auf dem Foto, das wir mit uns tragen. Oh Gott, Hilfe. Okay. Und damit haben wir sozusagen erstmal unser übergreifendes Ziel. Wir brauchen nämlich den Administrators Key, um den Mineshaft Elevator benutzen zu können. Ja, und sie scheint ein wenig verletzt zu sein. Sie hat aber einen Reparaturflicken, welche ihre Blutung stoppen soll. Und danach wird sie versuchen, hier abzuhauen. Na gut, das sollte relativ einfach sein, weil der Aufzug schien ja intakt zu sein. Ja, das sowas will ich hier gar nicht hören. Shut up. Wie in jedem guten Dark Souls-Spiel werden wir natürlich Dialog exhausten. Okay, sie weiß also mehr, darf uns das aber wohl nicht sagen. Ja, das können die ja gerne bei mir versuchen. Komisch. Irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwie habe ich nicht in Erinnerung, dass ihr Dialog sich einfach wiederholt. Ha, komisch. Vielleicht werde ich auch einfach nur dement. Das Poster angucken? Nö. Und hier brauchen wir den Klassenzimmerschlüssel, welcher sich. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, aber. So, was hat sich denn jetzt für uns geändert? Ach so, genau, wir haben diese Keycard hier erhalten. Dann können wir uns auch gleich nochmal das Foto angucken. Die Person hier heißt Alina Seo. Da bin ich leider nicht drauf eingegangen, aber die weißhaarige Frau auf dem ersten Foto hieß Ariane Jöng. Scheint also schon mal etwas sehr Merkwürdiges vor sich zu gehen. Na, ich rotiere mal lieber meine Spielstände. Ich glaube, jetzt können wir hier durch die Tür. Genau. Ah, man sieht sogar das Symbol von diesem Auge auf der Tür, was auch auf der Keycard war. Also die Reflexion und die Third-Person-Perspektive sind schon sehr, sehr nice. Und da steht Aeon auf dem Bildschirm. Stimmt, das hier wurde ja auch als eine Aeon Facility bezeichnet in einer der ersten Notizen. Ach ja? Sie sieht also einen leeren Klassenraum auf der anderen Seite des Glas. Aha.
Gut, das sehe ich jetzt nicht, weil das ist einfach nur eine perfekte Reflexion hier. Ja, also die Klassenzimmer werden also anscheinend beobachtet. Den Flavortext habe ich jetzt auch zum allerersten Mal gesehen. Ich wollte nämlich eigentlich hiermit interagieren. Und hier haben wir einen wichtigen Gegenstand. Und die entsprechende Mikrofilmkarte. Und eine Anleitung für die Pistole. Und in der letzten Schublade ist absolut gar nichts. So, ich glaube, dann wäre jetzt mal die Zeit, um das Menü, was wir hier haben, etwas besser uns anzugucken. Links haben wir hier ein Modul, das uns anscheinend noch fehlt. In der Mitte werden unsere ganzen Notizen und auch die Poster, die wir finden, angezeigt. Und rechts haben wir etwas, von dem die Community nach 3 Monaten immer noch nicht rausgefunden hat, was genau das hier sein soll. Wir haben nämlich 4 Ausrichtungen auf dieser Art von Diagrammen. Oben haben wir Hypersensitive, rechts haben wir Fragmented, unten Catatonic und links Overclustered. Und eine Sache, die ich rausgefunden habe, wenn man Damage kassiert, bewegt sich der Punkt Richtung Overclustered. Und das ist alles, was ich weiß und die Community anscheinend auch. Aber wenn man jetzt hier nochmal drauf drückt, hat man diesen Bildschirm. Und man sieht 16 Dreiecke, die auf unserem Charakter liegen. Dazu später mehr. Ach so, dann sollte ich mir. Vielleicht sollte ich die Waffe ausrüsten. Genau, und immer wenn man nochmal auf Inspect drückt bei jedem Gegenstand, dann kriegt man nochmal etwas anderen Flavortext. Der Text ist zu klein, als dass wir es mit dem nackten Auge lesen können. Also müssen wir erstmal etwas Kleidung für unser Auge finden. Ja, wie gesagt, man kann nicht nach oben oder unten zielen. Das ist aber, glaube ich, auch ganz gut. Ich werde jetzt sofort die erste Leiche vor uns ist etwas am Flickern und Flimmern. Und das ist auch so gewollt. Oh boy. Also ich glaube, der Effekt war nicht ganz so gewollt, wie er aussah. Sah nämlich ein bisschen komisch aus. Aber ja, die Leichen stehen einfach wieder auf, wenn sie Bock haben. Das ist nicht so cool. So, wo muss ich denn jetzt hin? Genau, ich muss hier zu dem Mikrofilm-Viewer. Also sprich an dem Gegner vorbei. Ich werde aber sehr sorgsam mit meiner Munition umgehen. Oh boy, die Gegner sehen nicht richtig aus.
Ja, viel Glück da draußen mit dem Gegner, den ich am Leben gelassen habe. Das ist mir vorher auch noch nie wirklich klar geworden, aber sie ist ein Mensch, diese Isaidu. Und hier haben wir jetzt dasselbe Symbol wie für diesen Wall-Safe in dem Klassenzimmer. Hier wird uns jetzt einfach erklärt, wie man ein Keypad benutzt. Okay. 20, 4, 5, 12. 20, 4, 5, 12. Es wundert mich ein bisschen, dass die Gegner so aussehen, wie sie aussehen. Also in dieser Third-Person-Perspektive. Aber naja, damit muss ich wohl klarkommen. Solange die nicht irgendwie komplett unsichtbar werden, sollte das kein Problem für mich sein. Ich glaube, das Klassenzimmer war hier. Ist in diesem Klassenzimmer auch ein Spiegel? Nein. Zwanzig, vier, fünf, zwölf. Und hier drin ist wieder eine Keycard. Nämlich für das andere Klassenzimmer. Kann ich mit der Flagge interagieren? Nein. Flaggen anfassen verboten. So, und jetzt können wir, glaube ich, hier durch. Genau, hier waren wir vorher auch schon. Die Person ist abgehauen. Und hier haben wir einer ihrer Repair-Patches, die sie da gelassen hat. Entweder weil sie nett ist oder weil sie keinen Platz mehr in ihrem Inventar hatte. Ich habe immer noch nicht die Tür untersucht. Aber da muss logischerweise hinter ein Klassenzimmer sein mit einem Spiegel. Aber ich weiß, dass wir da nicht rein können. Dann ist hier jetzt der einzige Weg nach vorne. 4C steht auch an der Tür. Ja. Das kann man endlich mal richtig lesen. Ich glaube, in diesem Raum gibt es weiter nichts, nicht mal Flavortext. Aber ich double-checke das lieber. Nope. Okay. Und wie gesagt, wie jeder gute Horror-Protagonist, springen wir einfach in irgendwelche Löcher. Ich hoffe, die Taste funktioniert. Ja! Ach so, es gibt übrigens noch eine Kameraeinstellung, die diese Mod hat, nämlich die First-Person-Perspektive. Die habe ich ganz kurz angetestet, aber da kriegt man sehr schnell Motion Sickness bei, deswegen habe ich mich lieber für das hier und Tank Controls entschieden. Oh boy, wo sind wir? In einem Südkorridor, okay. Kein Flavortext. Die haben also synthetischen Skin, aber Biokomponenten. Und anscheinend eine richtige Art von Rüstung.
Das Gute an dem Spiel finde ich auch, man muss nicht mit den Türen interagieren, um die entsprechend farbig einzufüllen. Man muss einfach nur gegenlaufen, bis dieses UI-Element hier auftaucht. Was es sehr gut für Räume macht, die voll mit Gegnern sind, mit denen man nicht kämpfen möchte. Die Tür kann von der anderen Seite geöffnet werden. Dark Souls Shortcuts hoch, was steht denn hier drin? Minenzugang, Duschen, Kantine und Rationsbüro. Deep Lore. Oh boy. Mit dem Anzug hier kann man interagieren. Oder nicht direkt. Ja, these small caged bunks are all a gestalt worker can call their own. Oh boy. Und hier hängt wieder zwei Fotos von relativ bestimmten Leuten. Ja, da hier kann man einfach nur durchgucken. Ja, also diese menschlichen Gestaltarbeiter hier werden nicht so gut behandelt. Aber die Replika. Androiden wohl auch nicht. Noch so ein Raum. Ah, die Notiz hier, genau. Und hiermit können wir noch nicht interagieren, weil uns der entsprechende Schlüssel hierfür fehlt. Komisch, die Tür wird aber nicht eingefärbt. So, hier lang. Ja, wenn ja, sieht wirklich out of order aus. Ah, das F ist schwebt ein bisschen. Mit dem Aufzug interagiere ich als letztes. West Wing Key.
Hier sind wir jetzt wieder in der Ego-Perspektive. Und hier können wir uns angucken, wie die Anlage aufgebaut ist. So, mit dem Aufzug können wir noch nicht interagieren, deswegen spare ich mir einfach hier dran rumzudrücken. Aber hier haben wir den Schlüssel, den wir brauchen. Ich hätte das Ganze vielleicht ein bisschen effizienter planen können und hätte erst hier reingehen sollen, aber naja. Vorsicht. Noch haben wir hier keinen Speicherraum gefunden. Das gefällt mir nicht. Und hier hinter haben wir unser erstes sehr schön modelliertes Puzzle. Genau. Wir haben hier nämlich eine X-Ray-Kamera, die hier angeschlossen ist, die einem das Innere von diesem Schlüsselloch zeigt. Und hier haben wir einen anscheinend 3D gedruckten Schlüssel, den wir relativ schnell anpassen können. Und wir müssen jetzt eben versuchen, diesen Strich hier unten entsprechend gleich zu haben. Kommt mir gerade so vor, als wäre das hier randomized bei jedem Run, aber da bin ich mir nicht sicher. So einfach und schnell geht das. So, und sehr passend, ich weiß, dass in diesem Raum, dass da ein Safe Room ist und die haben das sehr schön mit einem grünen Kreuz hier markiert. Und hier haben wir unsere erste Kiste, mit der man Gegenstände bunkern kann. Das Foto werde ich auch hier reinpacken. Möglichst viel Platz. God damn it. Möglichst viel Platz. Oh, Schatten. Und ich würde sagen, damit können wir ab jetzt nicht mehr speichern, weil wir alles belegt haben. Nein, damit können wir die erste Folge erstmal beenden. Bye.